Ausgabe des Day. Hallo, das ist Ari. Zusammen sind wir Legion Dire Films. Willkommen zu einer neuen Folge von Filmgeek. Wahrscheinlich wussten ihr das schon, aber hierzulande ist es ja relativ normal geworden, anderssprachige, meist in Englisch produzierte Filme und Serien mit deutscher Synchronisation zu schauen. Also zumindest hoffe ich, dass ihr das wusstet. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die dachten, dass zum Beispiel Hollywood-Schauspieler den Film extra nochmal für uns auf Deutsch aufnehmen. Nein, die haben da keine Zeit für. Aber Synchronisation ist nicht immer ganz so einfach und kann auch nach hinten losgehen. Einfach alleine schon, weil manchmal zum Beispiel Redewendungen oder gewisse Sätze nur in der Originalversion Sinn machen. Also prüf es ab jetzt. Die Funk-Seelenbrüder. Prüf es ab jetzt. Ah, die Funk-Seelenbrüder. How I Met Your Mother. Ted Mosby erzählt 9 Staffeln lang seinen Kindern, wie er deren Mutter kennenlernte. Und dabei passieren so einige wilde und seltsame Dinge, die nicht selten von Barney Stinson verursacht werden. Oh, don't drink that. I saw some guy slip something in there. That guy. Die 20. Folge der 4. Staffel, in der Ted sein eigenes kleines Architekturbüro samt Assistenten gründet, der sich aber wiederum mehr für Robin interessiert als für seine Arbeit, beginnt mit einem klassischen Auftritt von Barney. Er erzählt einen Witz. Was ist der Unterschied zwischen Erdnussbutter und Marmelade? Die Frage ist nur, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Erdnussbutter und Marmelade? Vermutlich ist sie gar nicht so schlimm, wie es in der Serie rübergebracht wird. Tja, ich kann nicht länger mit dir zusammensitzen. Und Lily ist einfach nur aufgestanden und gegangen, weil der Witz einfach komplett keinen Sinn gemacht hat. Zumindest im Deutschen nicht. Allerdings sieht das Ganze auf Englisch schon wieder ganz anders aus. Hier lautet der Witz nämlich: What's the difference between peanut butter and jam? Und das Ganze beruht auf der Doppeldeutigkeit des Wortes Jam, was Marmelade, aber auch Stopfen heißen kann. Die Antwort zu diesem Witz, bei dem jetzt übrigens alle Kids unter 18 sich die Ohren und die Nase zuhalten sollten. Bro, warum hältst du dir die Ohren zu? Weil ich ihn nicht hören will, okay? Er macht mir Angst. Nee, also, oder ist es okay? Kann ich ihn hören? Bist du über 18? Ich weiß nicht, bin ich über 18? You cannot peanut butter your D up someone's booty. Wohingegen der Witz auf Deutsch lautet: Was ist der Unterschied zwischen Erdnussbutter und Marmelade? Du kannst deinen D nicht in jemandes Booty Erdnussbuttern, aber du kannst ihn auch nicht reinmarmeladen, also... In einer Schule voller Fieslinge, verrückter Lehrer und ekligen Schulessen versuchen Ned, Bigby und seine Freunde Cookie und Moe das Unmögliche. Tipps zu geben, damit ihr den ultimativen Schulwahnsinn überlebt, aber Achtung! Der Erfolg ist nicht garantiert. Die US-amerikanische Comedy-Serie Ned's ultimativer Schulwahnsinn ist in ihrer Originalfassung natürlich in Englisch produziert worden, hier unter dem Namen Ned Declassified School Survival Guide, und lief auf Deutsch erstmals 2006 auf Nickelodeon. Ich habe ehrlich gesagt früher auch immer recht viel Zeit damit verbracht, mir Ned's Tipps reinzuziehen. Ob diese funktioniert haben, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Wahrscheinlich eher weniger. Die Stelle, mit der wir uns heute befassen, ist aber aus einer relativ untypischen Folge der Serie, nämlich aus dem Halloween-Special der 3. Staffel. Hier spielt sich das Ganze nämlich im Gegensatz zu sonst in einer Art Paralleluniversum ab, bei der alle Charaktere, die wir sonst kennen, auch vorkommen, nur dass diese diesmal Horrorwesen sind. Cookie, unser Technikfreak zum Beispiel, ist in dieser Folge ein Werwolf. Um sich Lou mit dem Rowdy der Schule zu stellen, muss sich Cookie allerdings komplett verwandeln, nur gibt es da ein Problem: es ist noch nicht Vollmond. Verzweifelt versucht Cookie mit Hilfe von zum Beispiel Bildern des Vollmondes seine Verwandlung zu vollziehen, aber jeglicher Versuch scheitert. Doch kurz bevor es zu spät ist und Lou Stanley in die Finger bekommt, eilt Ned Cookie zur Hilfe und zeigt ihm seinen nackten Booty. Und als wäre das nicht genug, scheint das sogar eine gute Idee zu sein, denn Cookie verwandelt sich daraufhin auch noch in einen Werwolf. Warte mal, was? Okay, irgendwas kann da nicht stimmen, aber vielleicht macht das ja mehr Sinn, wenn wir uns Ned's Tipp dazu ansehen. Lasst euch von einem Kumpel seinen Vollmond zeigen, wenn ihr Werwolf werden müsst. Okay, sorry, aber das macht doch wirklich keinen Sinn, oder? Also, zumindest wenn man das Ganze auf Deutsch guckt. Dazu muss man nämlich wissen, dass das Zeigen des Allerwertesten in der englischen Sprache mit dem Begriff Mooning betitelt wird, weshalb der Hintern in dem Fall abgeleitet auch Moon bzw. Mond genannt wird. Nun, im Deutschen existiert dieser Wortwitz leider nicht, weshalb es hier so ist, dass Ned Bigby seinem ängstlichen Kumpel in der Not einfach random seinen Hintern zeigt. Ja. Es kann oftmals vorkommen, dass bei einer Filmsynchronisation Probleme auftreten, wie wir zum Beispiel schon gemerkt haben bei Witzen oder Redewendungen. Aber wo es dann wirklich knifflig wird, ist, wenn die Protagonisten des Filmes dann plötzlich in der Sprache sprechen, in die übersetzt wird, in unserem Fall Deutsch. Und dass der Tarantino-Film Inglourious Basterds ein gefundenes Fressen. Dadurch, dass der Film zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt, kommen gezwungenermaßen immer wieder Szenen vor, in denen auch Deutsch gesprochen wird. Durch die Synchronisation gehen charakteristische Merkmale wie zum Beispiel ein markanter Südstaaten-Akzent des Lieutenant Aldo Raine, gespielt von Brad Pitt, verloren. Disemboweled, dismembered and disfigured bodies of their brothers we leave behind us. Oder es wird sogar ein ganzer Plot einer Szene umgeschrieben. Ein anderes Beispiel ist eine Schlüsselszene in der Kellerbar, in der Michael Fassbender sich in der Originalfassung durch seinen leichten britischen Akzent verrät. Den Berg. Ja. In dem Dorf sprechen alle so. Dieser Aspekt fällt allerdings leider in der deutschen Version komplett weg, da hier Michaels Standardstimme von Norman Matt gesprochen wird und dieser halt nun mal leider keinen leichten englischen Akzent hat. In dem Dorf sprechen alle so.
Hier haben wir noch eine Szene, bei der der komplette Plot geändert werden musste, da es sich um eine Übersetzungsszene handelt. Help me point out on this map the German position. Dann zeig uns auf der Karte, wo die deutsche Stellung ist. Ask him how many Germans. Wie viele Deutsche? Es könnten 12 sein. Nur in was übersetzen, wenn plötzlich auch noch die englischsprachigen Charaktere auf einmal Deutsch reden? Will sich wohl einer um das Baseball-Match drücken? Dann zeig uns auf der Karte, wo die deutsche Stellung ist. Wir können ihm aber auch die Eier abschneiden. Wie viele Deutsche? Es könnten 12 sein. Die Lösung, der Plot muss weg. Der Plot muss weg. Weiter geht's mit einer Synchronunstimmigkeit aus der Fantasy-Fernsehserie Spiel der Throne. Oder ist es Spiel von Thronen? Thronspiele? Ja gut, das war auf jeden Fall ein klares Zeichen dafür, dass man nicht alles ins Deutsch übersetzen sollte. Aber genau darum geht die Folge heute, von daher... Bevor es aber weitergeht, möchte ich an dieser Stelle unbedingt eine Spoilerwarnung Over 9000 für Game of Thrones aussprechen. Denn wir reden jetzt über eine der heftigsten Szenen aus der 6. Staffel. Also falls ihr noch nicht so weit geschaut habt, dann auf jeden Fall jetzt wegskippen. Ihr habt jetzt die Chance. Jetzt. Okay, es geht weiter. Und zwar geht es um den großen, sanftmütigen Hodor, welcher ein Großteil der Serie damit beauftragt ist, den jungen Bran Stark durch die Gegend zu tragen, nachdem er aufgrund eines Sturzes nicht mehr in der Lage ist, selbst zu laufen. Doch Hodor war schon von Anfang an für Größeres bestimmt. In seinen jungen Jahren, als Hodor noch Willis genannt wurde, widerfuhr ihm eine Vision, die sein Leben für immer verändern sollte. Eine Bestimmung wurde ihm zugewiesen und er wurde gebrandmarkt mit seinem neuen Namen Hodor, welcher fortan das einzige Wort sein sollte, das je wieder über seine Lippen wandern würde. Hodor? Hodor. Seine Bestimmung war es also von Anfang an, das Entkommen von Bran und seiner Gefährtin zu sichern, indem er die Untoten mit einem Tor zurückhält, was ihm traurigerweise das Leben kostet. Worum es uns hier aber heute geht, ist die Tatsache, dass der Name Hodor durch den Flashback von Hold the Door zustande kommt. Da Hodor jedoch im Deutschen nun mal den Satz "Halt das Tor" sagen muss, funktioniert das hier nicht ganz so gut. Halt das Tor! Halt das Tor! Halt das Tor! Halt das Tor! Hodor! Hodor! Ich persönlich muss aber sogar sagen, dass ich hier die deutsche Version halbwegs verkraften kann, weil ich meine, von Halt das Tor zu Hodor ist zwar ein bisschen komisch, aber immer noch um Welten besser als zum Beispiel die spanische Synchro, wo die einfach den Satz Déjalo cerrado irgendwie damit reinquetschen mussten. Déjalo cerrado! Déjalo cerrado! Déjalo cerrado! Déjalo cerrado! Déjalo cerrado! Hodor! Hodor! Falls ihr jetzt noch was über deutsche Schauspieler erfahren wollt, die es einfach mal in Hollywood geschafft haben, wie zum Beispiel einfach der Typ hier? Emma Watson im Bett? Wer ist das? Was macht der da? So viele Fragen! Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung oder klickt auf die Annotation. Und ansonsten würden wir jetzt nur noch sagen... Würden wir das sagen? Nee. Ich glaube nicht. Habt ihr Reason? Reason. Du warst so kurz einfach so, hast einen Stromschlag bekommen.